Mein nächster Fall beginnt für mich mit Nachsitzen. Ich schaue mir eine alte Sendung an, denn meine Vergangenheit hat mich eingeholt, wenn man so will. Warum ich mir das ansehe, kann ich Ihnen erklären. Ein Zuschauer hat mir geschrieben, er brauchte kürzlich einen Handwerker. Zum einen hat dieser Handwerker damit geworben, dass ich ihn getestet und ausgezeichnet hätte. Und zum zweiten hat der Handwerker rumgepfuscht. Wer ist da gekommen? Macht hier jemand mit unserem Namen Werbung? Unberechtigt? Das wäre es ja. Ich mache mich auf den Weg nach Gelsenkirchen. Hier wohnt Kersten Emrich. Er hatte den vermeintlich von mir getesteten Elektriker beauftragt. Mit der Leistung war er ganz und gar nicht zufrieden. Und warum? Das möchte ich mir heute anhören. Eine kleine, aber feine Küche und aha, da steht das Objekt schon. Um so einen Geschirrspüler ging es, ne? Genau. Erzähl mir, was ist denn passiert? Ja, ganz einfach. Ich wollte spülen, so einen Reinigungstab reinpacken. Jo. Und habe gemerkt, dass das Ding zu ist. Dass er gar nicht mehr gespült hat beim nächsten Gang. Ah, der holt jetzt in den Reiniger nicht mehr raus, da ist irgendwas verstopft, das muss repariert. Er hat das Wasser gezogen, aber hat die Düsen gar nicht mehr mit Wasser versorgt. Bedeutet, der Geschirrspüler war defekt. Was macht man da? Ja, man googelt und man guckt, ob jemand da ist, der reparieren kann. Und da ist einer! Schau mal hier! Ich muss mir da wirklich die Lesebrille aufsetzen, weil ist mir bis jetzt nur berichtet worden. Ich lese mal vor. Reparatur, Waschmaschine, Geschirrspüler, Trockner heute noch, also sofort. Festpreis 30 Euro. Reparaturdienst in NRW. Und jetzt kommt's. Von Kabel 1 getestet am 10. Februar 21. Achtung, Abzocke mit Peter Giesel. Sehr professionell und mit hervorragenden Preise. Hab ich das gesagt? Über den? Zu Recht? Er hat es auf jeden Fall behauptet. Nicht nur im Kleinanzeigenportal geht der Handwerker mit meinem Namen auf Kundenfang. Auch auf seiner eigenen Webseite. Da fasst doch jeder Kunde Vertrauen. Nein, hoffentlich. Okay, und was ist daraus geworden? Der kam dann hier? Der kam dann auch Tag drauf, ein oder zwei Tage später an. Und ja, den Geschirrspüler rausgezogen, die Seite aufgemacht, geguckt und sagt, ja, das ist die Umwälzpumpe, die kaputt ist. Die muss raus, die muss ausgewechselt werden. Genau, die hat aber jetzt nicht auf Lager, dann musste ich die bestellen. Für, auf ihr Geld? Auf meine Kosten. Kostet? Wären jetzt 150 Euro ungefähr gewesen. Okay, und dann wollte er wiederkommen, um es zu reparieren. Wenn das Teil da ist, das Teil war am nächsten Tag da, ich habe ihn angerufen und da kam nichts mehr. Alle Versuche, ihn zu kontaktieren, scheitern. Vergeblich wartet Herr Emrich darauf, dass der Gerätetechniker seine Arbeit zu Ende bringt. Und das, obwohl der erste Einsatz schon bezahlt war. Sie haben dem beim ersten Besuch wie viel Geld gegeben? 70 Euro. Und dann nochmal 170 Euro für die Pumpe bezahlt? Bei Bosch, genau. Also haben Sie 240 Euro gelatzt sozusagen, davon 70 an ihn. Und dann ist der einfach auf Nimmerwiedersehen verschwunden? Richtig. Und den sollen wir getestet haben? Als professionellen Betrieb? Das glaube ich nicht. Darf ich Ihnen mal was zeigen? Ja. Ich habe hier Fotos mitgebracht. Die stammen alle von dem besagten Dreh am 10. Februar 2021, der da gesendet wurde. Gedreht wurde es ein paar Wochen vorher. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Bilder. Mhm. Vielleicht erkennen Sie den ja wieder. Vielleicht. Ist der das gewesen? Nein. Ist der das gewesen? Nein. Ist der das gewesen? Sieht ihm schon ähnlicher. Oder vielleicht der? Nein. Der vielleicht? Bisschen bärtiger, längere Haare, aber er war es auch nicht. Entschuldigung, Sie sind angelogen worden, kann das sein? Da lügt jemand. Da benutzt einer unseren Namen, also den des Senders, den unserer Sendung und sogar meinen persönlichen und macht damit Werbung und liefert dann so ab. Mhm. Was eine Unverschämtheit. Wissen Sie was? Das Gute ist, ein paar Blocks weiter sind wir gerade dabei aufzubauen. In einem Haus, in dem wir uns genau solche Pappenheimer einladen wollen. Vor allem, er hat ja selber gesagt, er wohnt hier nicht weit weg von hier. Super! Wir laden den Mann ein. Gleich morgen früh soll er mal zeigen, was er kann. Mhm. Von wegen von Peter Giesel getestet. Tolle Geschichte, habe ich auch noch nie erlebt. Wir melden uns, wenn wir ihn vor der Linse haben, versprochen. Ja? Was für eine Frechheit von dem Mann. Das lasse ich mir nicht bieten. Beste, bist du denn? Die Webseite liest sich wie ein Bewerbungsschreiben für meine Sendung. Wer ist der Mann, der sich mit meinem Namen auf Kundenfang begibt? Ich will ihn kennenlernen und natürlich auch testen. Einen Tag später bin ich mit meinem Team in Duisburg. Mit dabei ist mein Abzocke-Experte Paul Engelbrecht. Wir sind eigentlich in einer ganz anderen Sache gerade hier am Drehen. Mit Paul Engelbrecht, unserem Experten für Elektro- und Haushaltsgeräte vor allem. Kommt doch mal eben ganz kurz rein.
Weil natürlich wollen wir den Mann, der behauptet, wir hätten ihn getestet und für gut befunden. Giesel hat getestet. Ja, so ein Quatsch. Also ich kenne ihn zumindest nicht. Wir wollen ihn uns ganz genau ansehen und haben dafür hier im Rahmen eines eigentlich anderen Drehs uns die Zeit genommen. Welche gibt es auch? Eine? Wir haben eine Spülmaschine hier. Und zwar diese Spülmaschine pumpt nicht mehr richtig ab. Haben wir schon mal gehabt, das Ganze. Der Ablauf ist verstopft, es hängt was in der Pumpe und ähnliche Sache. Ich war bei dem Metzger meines Vertrauens. Das hast du da heute vom Hotelfrühstücksbuffet geklaut, oder? Nein, es war wirklich von meinem Metzger und habe diese sämtliche Wurst heute mir einbacken lassen. Das sind nämlich solche Sachen, die bleiben auf dem Teller liegen. Und in dem Augenblick, wenn das passiert, geht es ab und zu durch die Pumpe oder verstopft schon die Pumpe oder spätestens am Ablauf, bevor es rausgeht, in den Siphon. Und jeder von Peter Giesel, sozusagen getestete Haushaltsgerätetechniker, müsste das sofort beseitigen. Genau, und ich habe jetzt schon mal im Voraus an der Spülmaschine unten was reingestopft. Und zwar, es gibt so Abreißer von einem kleinen Milchdöschen. Die habe ich da unten reingetan. Die bleiben halt immer auf dem Teller liegen. Kannst du mir zeigen, wo das ist ungefähr? Das kann ich zeigen, wo das ist. Ich hoffe bloß, der tut's nachher alles raus, wo kommt's. Sonst muss ich selber machen. Und so. Ah, was hab ich dieses Stück hier? Hier sieht man das. Hier ist es drinnen. Hier unten drinnen habe ich das reingestopft, das ganze Zeug. Oh. Und aber haben Sie da auch schon mal irgendwie ganz tief drin gesteckt mit der Hand? Das ist widerlich. Das ist widerlich, wenn es nichts mehr abpumpt, steht die Maschine voll mit Wasser und ich habe Probleme ohne Ende. Rausschöpfen alles. Weder ein Grund, sich das Leben zu nehmen. Nicht ganz, aber fast. Noch die Maschine wegzuschmeißen. Ganz einfach. Man holt einfach einen normal talentierten Haushaltsgerätetechniker und der kann das binnen weniger Minuten. Machen. Entweder ich mache selber, dass ich weiß, wo ich hin muss. Wenn ich das nicht weiß, brauche ich halt einen Mann, der das macht. Und da zeige ich das Ganze mal, wie das aussieht hier. Ach, da sieht man es. Da sieht man das Ganze jetzt und da stopfe ich das Ganze so rein, dass das Ganze zu ist. Und dann geht es da durch den Ablauf, da kommt der ganze Anschluss drauf und da fließt nichts mehr ab. Da fließt jetzt nichts mehr ab, weil nix die Wurst heute alles verstopft. Richtig. So. Also, unser Talent, was gleich kommt, ob von mir getestet oder nicht, muss das finden und beseitigen, weil da läuft es ja ab, das Wasser, also nicht mehr. Und diese Verstopfung da unten ganz genauso. Was darf denn das kosten, was der gleich macht? Ja, ich weiß nicht, wo der herkommt jetzt. Sag mal, vom Beheben her ist es in 20 Minuten bis eine halbe Stunde spätestens alles erledigt. Also hier zack, auch 80 Euro und dann ist gut. Mit einem 100er spätestens ist wirklich alles erledigt, aber wirklich. Und da kann er sich noch Zeit lassen, da kann er noch ein Bier trinken zwischendurch. Aber ich finde, einer, der es verdient hat, Peter Giesel, sich auf die Webseite zu schreiben, der sollte das für weniger Geld erledigen, oder? 80 sind auch realistisch. Ja, auf jeden Fall sind es 80 bis 100 Euro höchstens ist realistisch. Und da muss es alles behoben sein und da muss die Maschine wieder laufen. Jetzt kommt es darauf an, wie gut stellt er sich an. Wenn er bei dir getestet wurde, muss er ja super sein. Ist er natürlich nicht. Und wie schlecht er ist, finden wir gleich heraus. Zumindest bekommt er eine faire Chance, mich von seinen Qualitäten zu überzeugen. Mein Team versteckt ein paar Kameras, sodass Paul und ich dem Mann bei der Arbeit zusehen können. Bühne frei. Ah, Geschirrspüler war das. Ja, genau richtig. Was war damit nochmal? Entschuldige mal, wer bist denn du? Den habe ich ja noch nie gesehen, ob mit oder ohne Maske. Kennst du den Mann? Noch nie gesehen. Oder? Nee, das ist ein neuer. Also niemand, den ich je getestet habe. Zumindest legt er fachmännisch los. Der ist schon mit dem Kopf in der Maschine. Also ich mache sowas normalerweise mit der Hand. Zielstrebig richtet er seinen Blick Richtung Boden der Maschine. Mit wenigen Handgriffen findet er den Verschluss einer Milchtüte. Bravo! Frau Heinemann? Ja? Wollen Sie mal sehen, was ich hier drin gefunden habe? Ja, gerne. So. Was haben wir denn da? Keine Ahnung, irgendwas. Da ist noch viel mehr drin. So leicht kommst du mir nicht davon. Da schauen Sie mal das nächste Mal, dann brauchen Sie mich nicht mehr. Okay. Das ist die Pumpe. Ja? Das Rädchen hier, sehen Sie? Hm? Okay, na ja gut, immerhin der bescheißt sie jetzt nicht. Ja, das finde ich okay. Also damit würde ich mir schnell. Das... Trotzdem habe ich den nie in der Sendung gehabt. Ich kenne den nicht, den Mann. Doch bei allen Tests, die ich zusammen mit Paul Engelbrecht in Nordrhein-Westfalen gemacht habe, war dieser Herr nicht dabei. Garantiert nicht. Das war's dann jetzt? Ja, sehr viel ist das nicht. Viele tauschen da die Pumpe aus, aber... Nee, das wollen wir nicht. Warum? Warum? Das stimmt. Ich will sie doch als Kundin behalten. Reparieren statt austauschen. So soll's sein. Fachlich hat er es drauf. Und bis hierher meine Empfehlung fast schon verdient. Ich habe gelesen, Sie waren schon mal im Fernsehen. Ja, Peter Giesel hat mich getestet, ja. Echt? Ja. Das ist ja cool. Wann war das denn?
Vor 3 Monaten ungefähr. Jeder Vorgänger kam und unter 500 hat keiner repariert. Aha. Bodyguards, Fernsehteam in die Küche reingekommen und ich dachte nur so, was ist denn jetzt los? Ich habe voll Angst bekommen. Sehr geil. Wo waren das? Wo waren das? Auch in Duisburg? In Essen war das. Ach, in Essen, okay. Ganz kurz, alle, die hier im Raum sind, wer war in den letzten 3 Monaten mit mir in Essen? Hand heben. Null. 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 Hat irgendeiner von euch eine Erinnerung daran, dass wir zusammen in Essen gedreht haben? Du? Nein. Waren wir beide schon mal zusammen hier? Nein. War der schon mal vor unserer Kamera? Nein. Lügt er diese Frau da gerade an der Striche und Faden an? Jawohl. Und mir ist jetzt auch ehrlich gesagt völlig egal, was der für einen Job macht. Wenn der so was erzählt, das geht mir nah. Das lasse ich mir nicht bieten. Der prahlt damit auch noch. Hat er mir sofort gesagt, Junge, du darfst mit meinem Namen werben. Das habe ich gesagt. Das habe ich dir gesagt. Die waren zufrieden, dadurch habe ich jetzt ganz viele Kunden. Kann man das sehen im Fernsehen? War das schon? Nee, noch nicht. Die haben gesagt, in den kommenden Wochen oder Monaten wird das kommen. Aha, okay. Der lügt und schwindelt. E-Mail habe ich auch bekommen, dass ich damit werben darf mit seinem Namen. Das ist ja interessant. Aber der testet sehr oft, sehr oft, ja. Solche Sachen hier, Spülmaschinen und sowas? Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Trockner. Vielleicht hat er meine Empfehlung ja sogar verdient. Aber nur, wenn er den Schaden behoben hat. Und so weit sind wir noch nicht. Einmal spülen lassen, abpumpen lassen, dass alles okay ist. Und jetzt geht's? Nein. Nein? Das ist ja nicht so schön. Ja, warum bist du denn da? Jetzt geht's? Nein? Jetzt geht's? Nein. Ich fass es nicht. Ich geh kaputt. Jetzt geht's. Nein.